Ja, für viele Kommunen ist die sogenannte Flüchtlingskrise gar kein neues Phänomen. Sie haben schon seit vielen Jahren damit zu tun, dass viele Menschen aus verschiedenen Gebieten innerhalb Europas oder auch außerhalb Europas in die Kommunen strömen, dort nach Zukunftsperspektiven suchen, nach Bildungsmöglichkeiten suchen. Und das ist eine breite Migrationsbewegung, die sich unter dem Thema Flucht gar nicht so gut subsumieren lässt. Deswegen haben viele Kommunen auch gewarnt, dass die sogenannte Flüchtlingskrise eigentlich das Problem verdeckt, dass Kommunen breit aufgestellt sein müssen, wenn sie möglichst viele Zuwanderer integrieren wollen. Ich glaube, die Überforderung der Kommunen war im Jahr 2015 vor allen Dingen auf der Ebene, wie schaffen wir es, möglichst schnell Wohnraum für die ankommenden Flüchtlinge zu schaffen. In Sachen Bildungssystem haben die Kommunen sehr viel Erfahrung, weil Zuwanderung überhaupt nichts Neues ist. Zuwanderung gibt es spätestens seit den 60er Jahren und die Kommunen haben sehr, sehr viele innovative Projekte entwickelt, um überhaupt Möglichkeiten zu haben, dass egal welcher Sprache und Herkunft man ist, dass man in die Bildungssysteme kommt. Die Herausforderung besteht, glaube ich, jetzt darin, diese verschiedenen Konzepte, diese Modellprojekte, diese Piloten, diese Leuchttürme zusammenzubringen und zu einem Gesamtansatz zu schmieden. Das bedeutet, es muss eine ämterübergreifende Zusammenarbeit geben, die muss optimiert werden. Es muss aber auch die Kooperation mit nichtkommunalen Akteuren vertieft werden. Wir unterstützen auf unterschiedlichen Ebenen. Einmal ist es so, dass wir glauben, dass ein kommunales Bildungsmanagement, also ein kohärentes System, in dem die kommunalen Strukturen ineinandergreifen, miteinander zu tun haben, voneinander wissen, dass das gute Bedingungen darstellt, um überhaupt auch diejenigen, die nicht so leicht ins System passen, zu integrieren. Dann gibt es vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mehrere Programme, die das flankieren. Einmal das Programm Bildung integriert. Hier geht es im weitesten Sinne darum, Kommunen zu unterstützen, ein solches kommunales Bildungsmanagement aufzubauen. Aber eine weitere Initiative des Bundes, nämlich die kommunalen Bildungskoordinatoren, zielen sehr explizit auf die Herausforderungen für Kommunen, neu zugewanderte in Bildungssysteme zu integrieren. Hier geht es darum, strategisch zu überlegen, wie können wir unterschiedliche Angebote, die die Kommune macht, unterschiedliche Strukturen so zusammenbringen, dass Kräfte gebündelt werden und möglichst effektiv funktionieren.